Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 56, dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Steuerhinterziehung bekämpfen, aggressive Steuervermeidungsstrategien eindämmen. Paradise Papers belegen Notwendigkeit weiterer nationaler und internationaler Maßnahmen. Drucksache 19/5409. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 60, dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit herstellen. Drucksache 19/5414. Und als Erstes hat sich von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Frau Erfurth zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu Beginn möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen, dass Steuerhinterziehung eine Straftat ist und wir mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entschieden dagegen vorgehen müssen. Aber auch aggressive Steuervermeidungsstrategien, bei denen das Handeln der Unternehmen oder auch Privatpersonen ohne ersichtlichen wirtschaftlichen Grund ausschließlich darauf ausgerichtet ist, nur Steuerumgehung zu erzielen. Auch dieser aggressiven Methode von Steuervermeidung muss ein Riegel vorgeschoben werden. Die Enthüllungen der sogenannten Paradise Papers, die wir erneut einem Netzwerk von Journalisten verdanken, zeigen, wie multinationale Konzerne und einzelne schwerreiche Privatpersonen mithilfe von großen Beratungskanzleien aggressive Steuervermeidungsstrategien in sehr erschreckendem Ausmaß betreiben. Diese Praktiken mögen sich am Rande der Legalität bewegen, legitim sind sie aber auf gar keinen Fall. Durch moralisch höchst fragwürdige Steuervermeidungsstrategien werden den öffentlichen Haushalten Milliardenbeträge an Steuern hinterzogen. Steuern, mit denen wir unsere Kitas, unsere Straßen, unsere Schulen, die Universitäten und Bibliotheken, unseren sozialen Wohnungsbau finanzieren oder, wenn man es kurz zusammenfasst, unseren Rechts- und Sozialstaat. Das widerspricht allen Prinzipien der Steuergerechtigkeit oder auch den fairen Wettbewerbsbedingungen, wenn sich Bürgerinnen und Bürger und kleinere Unternehmen in erheblichem Umfang über ihre Steuern an dem Gemeinwesen beteiligen und andere internationale Konzerne sich mithilfe von großen Beratungskanzleien aus dem Staub machen und sich nicht darum scheren, wie wir unser Gemeinwesen finanzieren. Damit ist aus unserer Sicht unser Gesellschaftsvertrag in Gefahr. Denn wer die Vorzüge unseres Rechtsstaats genießt, der muss und auch unserer sozialen Infrastruktur und auch der staatlich finanzierten Infrastruktur, der muss sich bitte schön auch an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen. In den Paradise Papers kann man wunderbar nachvollziehen, wie sich bekannte Konzerne, z.B. Nike, hier aus dem Staub machen und aus der Verantwortung entziehen. Mithilfe einer Beratungsfirma haben sie erreicht, wie sie hier in Deutschland so gut wie keine Steuern zahlen. Dabei befindet sich das Hauptquartier von Nike für Deutschland, Österreich und die Schweiz hier bei uns in Frankfurt. Jetzt könnte man vermuten, dass jeder in Deutschland verkaufte Schuh auch zu einem Gewinn führt, der hier in Deutschland versteuert wird. Aber dem ist nicht so. Denn aufgrund der Vertragsgestaltung gilt die deutsche Niederlassung nur als Vermittler. Wer also in einem deutschen Nike-Store oder in einer Nike-Factory-Store einen Schuh kauft, der kauft gar nicht den Schuh einer deutschen Firma, sondern er ist eigentlich in der Filiale eines niederländischen Ablegers. Das ahnt im Regelfall der Schuhkäufer nicht. Und was er auch nicht ahnt, ist, dass die Erlöse aus dem Schuhverkauf komplett in die Niederlande fließen und von dort über astronomisch hohe Lizenzzahlungen auf die Bahamas. Und auf den Bahamas zahlen ausländische
zahlen Firmen für ausländische Gewinne keine Steuern. Und so haben wir am Ende eine schöne Kette, die ausschließlich darauf ausgerichtet war, keine Steuern in Deutschland oder in einem anderen Land zu zahlen, sondern am Ende die Steuern möglichst zu umgehen und zu vermeiden. Und das, meine Damen und Herren, hat überhaupt keinen wirtschaftlichen Grund. Der einzige Hintergrund ist, wir wollen keine Steuern zahlen. Und angesichts von solchen Praktiken sind wir froh, dass es hier in Hessen bereits auf Initiative von Hessen hin bereits einige Maßnahmen gibt, um diesem internationalen Steuerbetrug und der internationalen aggressiven Steuervermeidung Einhalt zu gebieten. So haben wir z. B. 2018 ist die Lizenzschranke eingeführt worden. Und damit soll mit der Eindämmung von sogenannten Lizenzboxen soll erreicht werden, dass der wirtschaftliche Nutzen aus Patenten und Lizenzen in dem Land versteuert wird, wo auch tatsächlich geforscht und entwickelt wird. Das ist ein sehr gutes Prinzip, meine Damen und Herren. Denn da, wo ich Infrastruktur in Anspruch genommen habe, soll auch bitte schön Steuern bezahlt werden. Das Beispiel Nike zeigt auch, wie eine wirkliche und tatsächliche wirkungsvolle Bekämpfung von grenzüberschreitenden Steuerhinterziehungen nur im internationalen Verbund gelingen kann. Die Enthüllungen aus den Paradise Papers machen sehr deutlich, dass der internationale Druck auf Offshore- und Schattenfinanzplätze und deren Unterstützer bei weitem noch nicht ausreicht und weitere Maßnahmen auch noch umgesetzt werden müssen. Wir brauchen ein weltweites Register, das die wirtschaftlich begünstigsten Personen hinter den Unternehmenskonstruktionen auflistet. Und die bereits auf der europäischen Ebene beschlossenen Register – wir haben da schon einiges erreicht – sind sinnvoll, aber auch nur ein erster Schritt. Und wir begrüßen auch, dass die europäischen Staaten eine gemeinsame Erstellung einer Liste von Drittstaaten gegen die steuerliche Bedenken bestehen oder die bisher beim Datenaustausch nicht kooperieren. Ein sinnvolles Instrument der Transparenz. Aber damit erreicht werden soll, dass der öffentliche Druck auf Offshore-Finanzplätze weiterhin verstärkt wird und auch Gesetzesänderungen erreicht werden. Das ist nicht einfach, aber ich denke, das ist der Schweiß der edlen Wert. Neben mehr Transparenz müssen sich die europäischen Staaten endlich aber auch auf Mindeststandards bei der Unternehmensbesteuerung verständigen. Es gibt ja auch durchaus in der Europäischen Union Ausweichbewegungen immer dahin, wo niedrige Unternehmenssteuern gezahlt werden. Und da muss das Prinzip gelten, Gewinne müssen dort besteuert werden, wo sie auch erwirtschaftet werden und nicht in andere Niedrigsteuerländer transferiert werden. Und wir brauchen innerhalb der Europäischen Union gemeinsame Regeln zur Ermittlung einer einheitlichen Bemessungsgrundlage für Steuern und auch die gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Ein Thema, das wir schon lange, lange miteinander diskutieren und in das auch noch mehr Bewegung muss. Meine Damen und Herren, das Beispiel Share Deals haben wir hier von Hessen auch schon mehrfach besprochen. Bei den Share Deals dadurch entgehen den Bundesländern insgesamt mindestens 1 Milliarde an Gewerbesteuern. Da war ja Finanzminister Schäfer auch schon tätig. Und wir wollen einfach nicht länger hinnehmen, dass Großinvestoren bei millionenschweren Immobiliengeschäften über die Gestaltung keinen Cent an Grunderwerbsteuer zahlen, anders als jeder Bürger und jede Bürgerin, die sozusagen für den privaten Hausbau die Grunderwerbsteuer für den privaten Hauskauf die Grunderwerbsteuer entrichten müssen, nicht das Haus, sondern das Grundstück. Ja, deshalb sind wir froh, dass es hier auch die Hessische Bundesratsinitiative zur Reform der Grunderwerbsteuer gibt, um endlich diesen Share-Deals auch einen Riegel vorzuschieben. Meine Damen und Herren, hier in Hessen haben wir den Kampf für mehr Steuergerechtigkeit aufgenommen. Und ich bin froh, dass wir hier eine Vorreiterrolle einnehmen können. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Schäfer, dass Sie die Auswertung der Paradise Papers angeboten haben, um die hier auch von Hessen aus mit aufzuarbeiten. Das ist erneut ein wichtiger Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit. Denn Hessen nimmt ja bereits
bei der Auswertung der Panama Papers eine Vorreiterrolle im Kampf gegen internationale Steuerkriminalität ein. Es gibt da eine Sondereinheit bei der OFD Frankfurt, in der Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder eng mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten. Und hier ist gebündelt fachliche und technische Expertise, um das Datenpaket, was sich aus den Panama Papers ergeben hat, auszuwerten und auch hier neue Erkenntnisse zu sammeln. Das ist eine Herkulesaufgabe, um das alles zusammenzubinden. Und das zeigt aber auch, dass in Hessen es eine schlagkräftige Steuerverwaltung gibt, die mit solchen Aufgaben betraut werden kann und die solche Aufgaben auch annimmt und auch gut zu lösen weiß. Und damit das auch in Zukunft so ist, werden wir ja auch die Zahl der Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer erhöhen, und wir werden auch weiter Steueranwärterinnen und Steueranwärter einstellen, in dem nächsten Jahrgang jeweils 700 neue Anwärterinnen und Anwärter, damit wir sozusagen auch künftig gerüstet sind, den Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung gut durchzustehen. Und insofern will ich nur noch zum Schluss sagen, das, was die LINKEN in ihren Anträgen fordern, da sind wir schon längst weiter. Und das, die Debatte zu Fraport, die werden Sie jetzt wieder aufmachen, das weiß ich schon, Frau Wissler. Aber die ist eine alte, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, eine alte Debatte, die haben wir hier schon längst geführt, und ich denke, die brauchen wir hier heute nicht zu wiederholen. Das machen nur die, die sich nicht um die Zukunft kümmern wollen. Danke. Danke, Frau Erfurth. Für die LINKEN hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher! Ich möchte meine Rede zunächst mit einem ganz, ganz großen Dank beginnen. Einem großen Dank an die Journalistinnen und Journalisten, die zum Teil unter dem Einsatz ihres Lebens immer und immer wieder Steuerhinterziehung und üble Machenschaften um legale Steuertricks ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Ihnen sind wir zu Dank verpflichtet. Und Sie müssen das tun, weil Finanzminister versagen oder Politiker Gesetze machen, die Steuerflucht ermöglichen. Die Liste der Skandale ist lang. Offshore-Leaks, Luxemburg-Leaks, Swiss-Leaks, Panama-Papers, Bahamas-Leaks und nun Paradise-Papers. Und jedes Mal, wenn solche Vorgänge an das Tageslicht kommen, dann ist die Empörung groß. Dann werden Reden gehalten gegen Steuervermeidung, es werden Anträge gestellt und beschlossen, aber am Ende passiert nichts und alles läuft weiter wie bisher. Schätzungsweise über 17 Milliarden Euro entgehen Deutschland jedes Jahr durch legale Steuertricks von Superreichen und Konzernen. Nehmen wir die illegale Steuerhinterziehung hinzu, verlieren wir in der EU hunderte Milliarden Euro jährlich, viel davon hier in Deutschland. Und welche Auswirkungen das hat auf die Reichtumsverteilung in dieser Welt, das zeigt eine ganz beeindruckende Zahl. Mittlerweile besitzen in etwa 8 Personen so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Die Hälfte der Weltbevölkerung, das sind 3,6 Milliarden Menschen, und in Deutschland verfügen die reichsten 10% über 2/3 des privaten Nettovermögens. Die Hälfte der Bevölkerung besitzt nichts oder hat Schulden. Deswegen fordert selbst der Internationale Währungsfonds, eine der des linken Einflusses unverdächtige Organisation, endlich in Deutschland eine Vermögenssteuer einzuführen. Und, meine Damen und Herren, welche Auswirkungen hat denn diese massive Konzentration von Reichtum in den Händen weniger darauf hat? Und jetzt muss die rechte Seite des Hauses mal kurz schaudern. Der bekannte US-Senator Bernie Sanders, ein bekennender demokratischer Sozialist, hingewiesen, der davor gewarnt hat, dass wir drohen, unter der Kontrolle einer Oligarchie von Milliardären zu stehen angesichts dieser massiven Reichtumskonzentration. Und in diesem Zusammenhang wäre es ja mal interessant, das werden wir an dieser Stelle nicht ausführlich tun können, auch mal über die Frage von Parteispenden zu reden. Die haben ja hier in Hessen auch eine spezielle
haben wir eine spezielle Tradition. Denn Parteispenden bergen immer die Gefahr, dass Demokratie und politische Entscheidungsprozesse käuflich werden. Das heißt, bei dem Thema Steuergerechtigkeit geht es daher auch um die Frage von Einfluss auf politische Entwicklung und den Einfluss der Demokratie, Herr Dr. H.C. Hahn. Jetzt haben wir heute Vormittag schon lange darüber diskutiert, dass Jamaika eine sehr, sehr lange Sondierungsgespräche geführt hat. Sehr, sehr lange haben wir. Das haben wir heute Morgen sehr strittig ausdiskutiert. Aber bei einer Sache waren sich die Jamaika-Parteien doch sofort einig, nämlich dass es keine Vermögenssteuer für Millionäre und keine vernünftige Erbschaftssteuer geben soll. Und genau das ist doch auch, was hier die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen eint. Sie wollen doch gar kein gerechtes Steuersystem, und sie meinen es mit dem Kampf gegen aggressive Steuervermeidungsmodelle nicht ernst. Und ich will Ihnen auch erklären, warum. Weil, wenn das Land Hessen nicht einmal in der Lage ist, seinen Einfluss auf Unternehmen, an dem es selber wesentlich beteiligt ist, geltend zu machen, und diese Unternehmen dazu zu bringen, dass es endlich aufhört, Tochtergesellschaften zur Steuervermeidung zu betreiben, in Steueroasen, wenn sie damit nicht endlich aufhören, dann ist ihr Engagement für mehr Steuergerechtigkeit letztlich nicht mehr als eine hohle Phrase. Wie soll denn eine Landesregierung glaubwürdig im Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerungerechtigkeit sein, wenn sie es duldet, dass die Gesellschaft Fraport, an der das Land wesentlich beteiligt ist, eine Briefkastenfirma auf Malta unterhält? Wenn Sie es ernst meinen im Kampf gegen Steuervermeidung, dann sorgen Sie dafür, dass dieser Briefkasten endlich dicht gemacht wird. Und die Landesregierung ist ja auch im Aufsichtsrat vertreten. Herr Kaufmann hätte ja die Möglichkeit, gegen diese Praxis zu intervenieren. Er scheint es nicht zu tun, und deswegen ist Ihr Engagement da auch nicht glaubwürdig. Und wenn Ihnen der Kampf für Steuergerechtigkeit so wichtig wäre, dann hätten Sie auch hier im Landtag das ein oder andere Mal die Gelegenheit gehabt, deutlich zu machen, dass die Entziehung der Gemeinnützigkeit von ATTAC nicht zu tolerieren ist. Denn die globalisierungskritische Organisation ATTAC hat mit ihrem gesellschaftlichen Engagement sehr viel mehr zum Thema Steuergerechtigkeit beigetragen als so mancher Finanzminister in Hessen und auch anderswo. Und während Herr Kaufmann an den Sitzungen des Fraport-Aufsichtsrats teilnimmt, der Öffentlichkeit auch nicht viel mitzuteilen hat, was denn da so passiert, da bröckelt es in der öffentlichen Infrastruktur. Das haben wir hier auch schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert, an allen Ecken und Enden. Wir haben einen Investitionsstau, eine Investitionslücke, die bundesweit 100 Milliarden € beträgt, Universitäten, Krankenhäuser, Brücke, bezahlbarer Wohnraum. Die Zahlen für Hessen haben wir hier ja auch schon einmal angesprochen. Leider können wir sie nicht genau ermitteln, weil Sie in Hessen ja keinen Investitionsbedarf vornehmen wollen. Das heißt also, das Geld, was sozusagen durch Steuervermeidung am Fiskus vorbei transportiert wird, das fehlt uns hier in Hessen in unserer öffentlichen Infrastruktur, die wiederum aber von Konzernen wie Fraport genutzt wird wie die Arbeitskräfte, die hier ihrer Arbeit nachgehen. Und diese Konzerne drücken ihre Steuern, wo sie nur können, ob Apple, Amazon oder eben Staatsfirmen wie schwarz-grüne Fraport. Sie verschieben Gewinne über künstliche Zinsen oder Lizenzgebühren in Briefkästen in Steueroasen. Und die sind nicht irgendwo außerhalb Europas, sondern die sind in den Niederlanden, in Irland oder Malta, wo kritische Journalisten bei der Aufdeckung solcher Skandale ihre Arbeit mit dem Leben bezahlen müssen. Und es bleibt nichts anderes als ein Skandal, dass jeder Otto-Normalverbraucher, jede Otto-Normalverbraucherin, jede Verkäuferin, jeder Krankenpfleger, der muss seine Steuern zahlen, während aber große Konzerne alles dafür tun können, ihre Steuerlast zu drücken. Und wenn ein Hartz-IV-Empfänger einen Termin versäumt, dann drohen ihm Sanktionen und existenzielle Leistungskürzungen. Bei Reichen und Unternehmen hingegen schauen wir zu, wie sie durch aufwendigste Konstruktionen sich ihrer Steuerpflicht entziehen. Das bleibt ein großer Skandal, meine Damen und Herren. In Ihrem Entschließungsantrag, und Frau Erfurth hat es auch getan, betonen Sie, wie wichtig internationale Kooperation im Kampf gegen Steuervermeidung ist. Das ist ja zweifelsohne richtig, aber ich habe den Eindruck, dahinter wollen Sie sich verstecken. Denn Sie geben damit vor, dass wir hier in Deutschland und in Hessen kaum etwas tun können,
Und gerade in Deutschland könnten wir anfangen, indem wir uns nicht mehr nur hinter anderen verstecken, sondern unsere eigenen Hausaufgaben machen, z.B. indem wir Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen ansetzen. Überhaupt, es braucht ein Transparenzregister, ein weitgehendes Verbot von Geschäften in Steueroasen und, wie gesagt, auch eine Besteuerung von die Erhebung von Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen. Wir müssen Konzerne dazu zwingen, für jedes Land, in dem sie aktiv sind, Gewinne und Steuern getrennt auszuweisen, und zwar öffentlich. Jetzt ist es schön, wenn die Landesregierung die Notwendigkeit von nationalen und internationalen Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung anerkennt. Aber statt sich hinter diesen nationalen und internationalen Maßnahmen zu verstecken, wäre es schön, wenn Sie hier Ihre eigenen Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass in den Unternehmen, an denen das Land Hessen beteiligt ist, dass diese Unternehmen aufhören, Steuervermeidungsstrategien zum Schaden der Allgemeinheit zu betreiben. Und wenn man dann Ihr Marketing für Ihre Offensive in der Steuerpolitik so anschaut, Marketing kann ja die Hessische Landesregierung auch gut, dann hat man zumindest den Eindruck, dass bei einem Teil der die Landesregierung tragenden Parteien vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen dahinter steht, weil da gab es ja etwas in der Vergangenheit, da erinnern sich vielleicht nicht mehr alle dran, aber es gab mal ein dunkles Kapitel mit völlig zu Unrecht zwangspsychiatrisierten Steuerfahndern, und ich kann ja verstehen, dass Sie dieses Image loswerden wollen. Es ist kein schönes für das Land Hessen, blöd nur, dass Sie dann ausgerechnet demjenigen, der das mit zu verantworten hat, die Wilhelm-Leuschner-Medaille verleihen wollen, aber auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Und dass Sie sich jetzt rühmen, endlich Betriebsprüfer und Steueranwärter einzustellen, na, dann sollen wir dafür noch einmal extra klatschen, dass das eine Notwendigkeit ist, dass wir genügend Betriebsprüfer und dass wir genügend Steueranwärter brauchen. Das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein und kein Grund, sich selber zu beweihräuchern, auch wenn wir es in den letzten Jahren immer verzweifelt gefordert haben, dass Sie da mehr tätig werden müssen. Also, wenn ich jetzt zusammenfasse, allein mir fehlt der Glaube, dass die Landesregierung sich auch nur für einen kleinen Fortschritt im Steuerrecht ernsthaft einsetzen wird. Selbst wenn Sie immer wieder erklären, dass Sie bei den sogenannten Shared Deals, Frau Erfurth hat es angesprochen, Steuertricksereien bei der Grunderwerbsteuer etwas tun wollen, solange Sie nicht einmal bei Unternehmen, die mehrheitlich der öffentlichen Hand gehören, zur Einsicht bereit sind, dass nicht alles, was legal ist, ist auch legitim und moralisch richtig ist, dann bleiben Sie schlicht unglaubwürdig. Für uns bleibt es dabei, ich komme zum letzten Satz, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung schaden allen, die auf eine gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur angewiesen sind. Appelle und Sonntagsreden reichen nicht. Wer Steuergerechtigkeit durchsetzen will, der muss sich mit den Reichen und Mächtigen in diesem Land anlegen. Dazu ist die Landesregierung bis auf Weiteres wohl nicht bereit. Danke, Herr Schalauske. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Schmidt zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jährlich gehen rechtschaffenden Steuerzahlern in Europa durch Steuervermeidung bei der Einkommensteuer nach Schätzung der Europäischen Kommission 50 bis 70 Milliarden Euro verloren. 50 bis 70 Milliarden Euro. Muss man sich einmal überlegen, was man da alles finanzieren könnte, z.B. zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa oder für sinnvolle Investitionsprogramme in Südeuropa und möglicherweise auch in Griechenland, meine Damen und Herren. Deswegen darf es nicht sein, dass Steuerverbrecher sich von der Gemeinschaft entsolidarisieren gegenüber einer Gemeinschaft entsolidarisieren, die sie reich gemacht haben, indem sie nämlich ihre Produkte gekauft hat. Die geleakten Dokumente zeigen den Sittenverfall von wirtschaftlichen Eliten. Es ist ein Sittenverfall, meine Damen und Herren. Sie machen unanständige, wirklich unanständige Steuervermeidung und zum Teil auch strafbare Handlungen deutlich. Deswegen das Lob an die Journalisten, ja, Gott sei Dank. Und übrigens auch denjenigen, die diese Dokumente zur Verfügung gestellt haben. Da kommen wir wieder auch zu einer Frage, strafrechtlichen Frage. Ich glaube, wir bräuchten in Deutschland auch eine strafrechtliche Regelung, wo man solche Leute befreien, Stichwort Whistleblower
Privileg, wo wir solche Leute befreien von strafrechtlicher Verfolgung. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz, übrigens die hessische Verfassung auch, und die bayerische Verfassung haben wunderschöne Formulierungen dazu, dass sich die Reichen, die Vermögenden in unserer Gesellschaft zu beteiligen haben an der Veranstaltung Steuerzahlung, dass es nicht am Ende sein kann, dass nur diejenigen, die über kleine und mittlere Einkommen verfügen, die Veranstaltungsstaat in Deutschland und in Europa bezahlen. Das kann nicht sein. Es gibt diese moralische Verpflichtung, aber es gibt auch diese Verpflichtung nach den Verfassungen, dass wir die Leute endlich erfassen und den gerechten Anteil für den Staat dann auch von diesen Menschen holen. Wir müssen erreichen, dass die Vermögenden etwas von dem zurückgeben, was die Gesellschaft auch für sie, was der Staat auch für sie geleistet und erbracht hat. Das ist eine gesellschaftliche Pflicht. Und wer sich davon und dieser Pflicht entzieht, der begeht eine Sauerei, meine Damen und Herren. Herr Präsident, bevor ich gerügt werde, ich habe jetzt zitiert, nämlich Graf Lambsdorff von der FDP. Der hat gesagt, das ist eine Sauerei. Und der hat recht, meine Damen und Herren. Es geht sogar mittlerweile, glaube ich, selbst in Kreise der FDP rein, dass es so nicht weitergehen darf. Dass es so nicht weitergehen darf und dass wir alles daran setzen müssen, diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, dass wir das nicht hinnehmen können, dass wir endlich dazu kommen müssen, dass Firmen, die ungeheuer gut verdienen, dass die auch herangezogen werden zum Steuerzahlen und sich nicht einen Schlangenfuß machen können, liebe sehr geehrte Damen und Herren. Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen wollen das Geschäftsmodell Steueroase der Grundlage entziehen. Und hier ist die Bundesregierung gefordert, und natürlich sind auch hier die EU-Mitgliedstaaten gefordert. Denn Länder mit Nullsteuersätzen oder mit geringen Steuersätzen sind Steueroasen, und solche Länder gehören auf eine schwarze Liste. Sie gehören auf eine schwarze Liste. Meine Damen und Herren, Steueroasen sind gleichzeitig Gerechtigkeitswüsten. Und Gerechtigkeitswüsten können wir in der Europäischen Gemeinschaft nicht hinnehmen. Wir müssen Länder, die sich dies zum Geschäftsmodell gemacht haben, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, gibt es ja diese Staaten können auf eine schwarze Liste. Und da müssen entsprechend auch wirtschaftliche Sanktionen folgen. Und sonst hat es gar keinen anderen Sinn. Das ist übrigens das einzige Instrument, das wir haben. Aber leider setzen manche EU-Mitgliedstaaten auf eine Verschleppungstaktik und verhindern sowohl oder versuchen es zu verhindern, gemeinsame Grundlagen zur Bemessung der Körperschaftssteuer in der Europäischen Gemeinschaft als auch eine Veröffentlichung einer länderspezifischen Berichterstattung von multinationalen Unternehmen, damit die endlich einmal offenlegen müssen, was sie in einzelnen Ländern auch in Steuer zahlen. Diese Offenlegung würde dazu führen, dass endlich einmal bekannt wird, was zahlt, was weiß ich, Starbucks in Italien oder in Deutschland oder in den Niederlanden oder in Frankreich. Und dass auch national dann die Diskussion losgeht. Wie kann das sein? Die melden Riesengewinne, aber zahlen bei uns kaum Steuern. Deswegen ist diese Offenlegung sehr, sehr wichtig. Und die müssen wir erreichen. Das ist, wie gesagt, wir sind da leider nicht allein. Und es gibt europäische Staaten, die das versuchen müssen zu vermeiden. Aber da müssen wir, um Peer Steinbrück zu zitieren, da müssen wir endlich einmal die Pferde satteln. Da müssen wir die Pferde satteln. Ich glaube, da müssen wir alles, was wir an Möglichkeiten haben, auch sozusagen dann am Ende auch anwenden. Die Skandale um LuxLeaks, um die Panama Papers und jetzt natürlich um die Paradise Papers machen deutlich, dass asoziales Verhalten von internationalen Unternehmen, aber auch von Niedrigsteuerländern nicht hingenommen werden darf. Ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen. Aber wenn nun aber die CDU in ihrem Antrag, die CDU hat ja leider noch nicht gesprochen, ich bin jetzt aber überrascht, aber gut, wenn die CDU in dem Antrag, in dem Punkt 4 und ja, vor allem in dem Punkt 4 so tut, als sei sie in Sachen Bekämpfung der Steuervermeidung Vorreiter, dann hat das doch mit der Realität nichts zu tun. Herr Finanzminister Dr. Schäfer, wer war es denn, der das Steuerabkommen mit der Schweiz, das Anonymität für alle Steuervermeider, für alle Steuerflüchtlinge, wollte das Anonymität absichern?
Er war es. Dieser Minister wollte, dass das so gemacht wird. Und dass wir das bekämpft haben, vor allem Sozialdemokraten und Grüne, dass wir das verhindert haben, war ein wesentlicher Punkt, dass wir heute mittlerweile auch andere Steuerabkommen haben und dass diese Anonymität endlich gebrochen worden ist. Es war dieser Minister, der diese Anonymität für Steuerflüchtlinge und Steuerbetrüger weiter aufrechterhalten wollte. Und da sprechen Sie von Vorreiter in Deutschland. Ich lache mich ja kaputt, meine Damen und Herren. Aber es ist nicht zum Lachen, es ist zum Weinen, was an dieser Stelle gemacht worden ist. Und der Ministerpräsident war es, der diese Frage ankam von Steuer-CDs, die auch wichtig war, um ranzukommen, was wird denn da gespielt, der gesagt hat, es ist illegal, der auch das vermeiden wollte, meine Damen und Herren. Und da sprechen Sie von Vorreiterrolle. Nein, das sind keine Vorreiterrolle, meine Damen und Herren. Und der Bundesfinanzminister Schäuble wollte zum Beispiel eine Patentbox auch einrichten in Deutschland. Das hätte weiter dazu beigetragen, dass der Steuerdumpingwettbewerb in Europa weitergegangen wäre. Das war Schäuble. Und Protokolle auf europäischer Ebene zeigen, dass Schäuble mit wirklich seltsamen Begründungen das sogenannte Country-by-County-Reporting verhindern wollte. Das ist nämlich, dass die, was ich vorher gesagt habe, dass internationale Konzerne wichtige Kennzahlen gegenüber dem Fiskus offenlegen müssen, damit wir endlich einmal sehen, was versteuern sie, wie sind die Zahlen, wie sind die Gewinne, wie sind die Betriebsausgaben, was sieht es mit den Lizenzen aus, wie sind interne Verrechnungen. Diese Kennzeichen sollen veröffentlicht werden, damit man mal durchblicken kann, was da möglicherweise auch verschoben wird zwischen Mütter und Töchtern bei Unternehmen, bei internationalen Unternehmen. Es war in allen diesen Fällen Sozialdemokraten, insbesondere der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans, die das verhindert haben. Gott sei Dank, meine Damen und Herren. Und es war nicht die Hessische Landesregierung, es waren Sozialdemokraten, die genau dieses verhindert haben. Meine Damen und Herren, und wenn Sie in Ihrem Antrag Punkt 4 schreiben, wie toll die Stellenentwicklung ist. Wir haben ja eine Anfrage. Und in dieser Stellenentwicklung wird etwas deutlich. Das soll ist in Hessen heißt, dass es 630 Finanzbeamte weniger gibt, als der Stellenplan ausweist 2016. Das war die Antwort, die wir jetzt gerade gesehen haben. 630 Mitarbeiter weniger, als der Stellenplan vorsieht. Deswegen sage ich Ihnen, Sie können noch so viele Stellen in den Stellenplan schreiben. Sie werden nicht besetzt, meine Damen und Herren. Ob das finanzpolitische Gründe hat oder weil Sie nicht ausgebildet haben, das weiß ich nicht. Oder weil Leute sozusagen am Ende in die Wirtschaft wechseln. Aber da müssen Sie dann für eine andere Politik auch sorgen, dass die Leute auch bei der Steuerverwaltung bleiben. Fast 8% der Mitarbeiter in den Finanzämtern fehlen. Keine alte Zahl, sondern eine Zahl Ende 2016. Meine Damen und Herren, und 2010 hatten wir in den Finanzämtern, ich rede nicht von der Steuerverwaltung, in den Finanzämtern 200 Finanzbeamte mehr als 2016. Und da sprechen Sie von Zuwächsen und dass mehr gemacht wird. Die objektive Zahl, gucken Sie sich die Anfrage, die Beantwortung der Anfrage aus, ist dieses. Und, meine Damen und Herren, das finde ich den eigentlichen Skandal. Einkommensmillionäre wurden 2009 öfter geprüft als 2016. Also bei der Frage der Prüfung der Einkommensmillionäre ist auch eine schlechtere Entwicklung feststellbar. Deswegen hören Sie auf, sozusagen davon zu sprechen, dass es alles besser geworden ist. Und dann sprechen Sie auch die Frage Schwerpunkt Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen. 2014 14,0 Stellen, 2017, also in diesem Jahr, 44,7 Stellen. Ein richtiger Zuwachs von 0,7 Stellen, meine Damen und Herren. Das ist ein Schwerpunkt. Alle Achtung, meine Damen und Herren. 0,7 Stellen haben Sie mehr. Hören Sie auf, sozusagen, tun Sie doch mal endlich eingestehen. In der Sache sind wir uns, glaube ich, einig. Aber hören Sie doch mit der Lobhudelei auf. Sie hat doch nichts mit der Realität zu tun. Lassen Sie uns in der Sache streiten, was man tun kann. Auch auf europäischer Ebene, in Deutschland, wie man was vermeiden kann. Aber hören Sie endlich in diesem Punkt 4 mit dieser Lobhudelei an, die nichts mit der Realität, zu tun haben. Und ich komme zum Schluss. Wir werden dem Antrag der Linkspartei zustimmen. Und Herr Kaufmann, Sie sollten mal sagen, sind Sie mal dieser Sache, als Sie ein Aufsichtsratsmitglied, Sie kriegen, glaube ich, 22.000 € pro Jahr, das könnte man schon mal dieser Frage nachgehen. Was wird denn eigentlich da mit dieser Briefkastenfirma in Malta gemacht? Was wird denn da eigentlich mitgemacht? Das gilt zu klären. Das gilt wirklich mal zu klären. Ich will das wissen, ob ein Grüner, bevor hier Sprüche gemacht wird, ob der Sache nachgegangen ist. Wir werden auf jeden Fall den Antrag der Linkspartei zustimmen. Natürlich, das ist selbstverständlich. Eine staatliche Instanz muss doch vorangehen. Deswegen sage ich noch einmal, endlich die Pferde satteln, um denjenigen, die Steuervermeidung als Geschäftsmodell betreiben, endlich das Handwerk zu legen. Herzlichen Dank.
Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Arnold für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Schmidt, Herr Schalauske, es geht hier um deutlich mehr als nur die Beteiligung des Landes Hessen an der Fraport AG und deren Tochtergesellschaften in Malta. Ich werde auf die bisher dazu getroffenen Aussagen, hinter denen, verzeihen Sie es mir, mal wieder eine durchschaubare Taktik steckt und die ein Zerrbild der Realität erzeugen sollen, nicht weiter eingehen. Schließlich haben wir uns mit Ihren Vorwürfen schon ausführlich beschäftigt. Ich möchte nur auf folgende Punkte nochmals wiederholt hinweisen. Fraport ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Hessen, zahlt seine Steuern zu großen Teilen in Deutschland, ist international breit aufgestellt und hat Tochtergesellschaften in vielen Ländern dieser Erde, nicht nur eben auch in Malta. Und hierüber entscheidet übrigens der Unternehmensvorstand, der rund zur Hälfte in der Hand sonstiger Aktionäre befindlich ist. Den Eindruck, den Sie hier erzeugen wollen, passt Ihnen zwar besser ins Bild, wenn Sie der Landesregierung unterstellen, sie setze sich nicht gegen Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung ein, hat nur mit der Realität reichlich wenig zu tun. Es geht hier thematisch aber heute um viel mehr als das, was Sie mal wieder versuchen zu propagieren, um die Landesregierung zu denunzieren. Und es muss für Sie schwer erträglich sein, dass Sie kein Monopol darauf haben, sich gegen Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung auszusprechen. Und im Gegensatz zu Ihnen halten wir hier nicht nur irgendwelche Reden, sondern handeln in Hessen im Rahmen der einem Bundesland gegebenen Möglichkeiten. Sie sollten vielleicht einmal Ihre politischen Scheuklappen ablegen und einmal über Ihren sozialistischen Tellerrand schauen, um zu verstehen, wo das Problem wirklich liegt, falls Sie wirklich Interesse daran haben, sich für Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit einzusetzen. Es geht darum, dass uns der Bundesrepublik Deutschland mehr als 32% des tatsächlichen Aufkommens an Steuereinnahmen verloren gehen. Das sind rund 17 Milliarden € Jahr für Jahr. Und es geht darum, dass multinationale Konzerne und Milliardäre sich unter anderem von der Anwaltskanzlei Appleby oder anderen Spezialisten beraten lassen, wie sie Steueroasen nutzen können, Steuervermeidungskonzepte in Anspruch nehmen können oder im schlimmsten Fall sogar mittels Verschleierung, Splittung und Geldwäsche aktive Steuerhinterziehung betreiben. Und da lassen wir keinen Zweifel aufkommen, dass wir konsequent gegen Steuerhinterziehung vorgehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir zwar aggressive Steuervermeidung nicht gutheißen, diese aber im Gegensatz zur Steuerhinterziehung grundsätzlich nicht illegal ist. Und wir weder allein in Hessen noch auf Bundesebene dieses Problem im Alleingang befriedigend lösen können. Das setzt dann nämlich auch Staaten und Regierungen voraus, die mit ihren Gesetzen diese Möglichkeiten zur Steuergestaltung überhaupt erst schaffen und Steuerdumping ermöglichen. Und ich sehe vor allem auch diese Staaten in der Pflicht, sich fair zu verhalten und ihre Steuerpolitik zu überdenken, damit aggressiver Steuervermeidung das Handwerk gelegt werden kann und wir zu einer solidarischen, ehrlichen und gerechten Steuerpolitik in der ganzen EU und darüber hinaus kommen. Ja. Herr Schalauske, das sind unter anderem die Kollegen in den Niederlanden, in Luxemburg, in Irland und in Malta, die sich um des eigenen Vorteils willen mit minimalen Steuersätzen oder dem Entstehen einiger weniger Arbeitsplätze zufrieden geben und dabei billigend in Kauf nehmen, dass andere Staaten dadurch Steuereinnahmen in Milliardenhöhe entgehen. Nehmen wir einmal das Beispiel Malta. Es war der sozialdemokratische Ministerpräsident, der letzte Woche auf Spiegel Online bestritt,
dass es in der EU überhaupt so etwas wie Steueroasen geben würde. Wir sind überzeugt davon, dass hier internationale Einrichtungen von EU und OECD beim Kampf gegen Steuerhinterziehung und aggressiven Steuervermeidungsstrategien eine Schlüsselrolle einnehmen müssen. Deutschland leistet seinen Beitrag, um hier Druck zu erzeugen, kann das Problem aber leider nicht allein lösen. Und dass hier der Eindruck erweckt werden solle, die Hessische Landesregierung würde das Thema Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit nicht ernsthaft behandeln, ist schlichtweg absolut haltlos. Lassen Sie mich anhand von einigen Beispielen einen Blick darauf richten, dass wir hier in Hessen schon erfolgreich und auf dem richtigen Weg sind. Wir haben eine schlagkräftige und leistungsfähige Steuerverwaltung, die wir im Rahmen des bereits in 2013 aufgelegten Fünf-Punkte-Programms zur verstärkten Bekämpfung der Steuer- und Wirtschaftskriminalität durch 105 zusätzliche Betriebsprüfer und Steuerfahnder innerhalb von nur 3 Jahren weiter verstärkt haben. Dieses Jahr kamen durch das Maßnahmen- und Sicherheitspaket für die Steuerverwaltung im Innen- und Außendienst 115 Dienstposten hinzu. In diesem Jahr werden wir übrigens, Frau Erfurth hat es auch schon erwähnt, 650 Anwärterinnen und Anwärter für die Steuerverwaltung einstellen. So viele wie noch nie. Und wir werden in den nächsten beiden Jahren sogar noch 700 zusätzliche einstellen. Seit 2005 wurde der Bereich der Betriebsprüfung bereits um 30% personell verstärkt. Insgesamt kommen rund 1.500 Betriebsprüfer in Hessen und 250 Steuerfahnder zum Einsatz. Und dank der guten und professionellen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Steuerverwaltung konnten allein im Jahr 2016 über 4.200 Ermittlungsaufträge der Steuerfahndung abgeschlossen werden. Und die durchgeführten Maßnahmen der Steuerfahndung führten im vergangenen Jahr zu Steuermehreinnahmen von über 276 Millionen €. Und an diesem Punkt möchte ich ganz ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung, der Staatsanwaltschaft und auch der hessischen Polizei sowie unserem Minister Dr. Thomas Schäfer zu diesem Erfolg gratulieren und mich im Namen der CDU-Fraktion für Ihren Einsatz bedanken. Und auch über die Landesgrenzen hinaus setzen wir uns dafür ein, Steuerbetrug, Geldwäsche und Schwarzarbeit konsequent zu bekämpfen, Steuerschlupflöcher zu schließen und Steuergestaltung offenzulegen. Frau Kollegin, gestatten Sie Zwischenfragen? Ich habe nur noch 2 Minuten. Nein. Nicht zuletzt hat unser Finanzminister angeboten, bei der Auswertung der Paradise Papers behilflich zu sein. Und damit nimmt Hessen, wie auch schon bei der Auswertung der Panama Papers, eine Vorreiterrolle im Kampf gegen internationale Steuerkriminalität und Vermeidung ein. Weiterhin wurden auf hessische Initiativen unter anderem die ab 2018 geltende Lizenzschranke zur Eindämmung von Lizenzboxen bereits umgesetzt. Frau Erfurth ist darauf auch schon eingegangen. Und die Bundesratsinitiative zum Verbot sogenannter Share-Deals wurde von uns auf den Weg gebracht, damit Großinvestoren bei millionenschweren Immobiliengeschäften nicht durch Gestaltungskonstrukte Grunderwerbsteuer vermeiden können. Und wir sind auch Vorreiter bei der Aufklärung des milliardenschweren Betrugs durch Cum-Ex-Geschäfte. Wie Sie der aktuellen Berichterstattung entnehmen konnten, wurden 770 Millionen € dadurch schon zurückgeholt. Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass es uns im Bund und auch im Land Hessen ein besonderes Anliegen ist, hier schnell zu handeln und Steuerstraftätern das Handwerk zu legen. Der Kampf gegen Steuerflucht ist eine höchst komplexe Herausforderung. Es reicht eben nicht, nur deutsches Steuerrecht zu ändern, sondern wir müssen auch Einfluss auf das Steuerrecht anderer souveräner Staaten nehmen. Nur so, vielen Dank, Herr Schmidt, nur so werden wir die Steueroasen weltweit trockenlegen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, nein.
Das Wort hat Herr Abg. Dr. Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe gerade stolz dem Präsidenten mitgeteilt, das erste Mal, dass ich mit meinem iPad an dieses Pult gehe. Aber Herr Schalauske hat mich einfach provoziert. Herr Schalauske hat mich einfach provoziert, weil er ja mindestens siebenmal in seiner Rede auf, ich glaube, es ist eine einzige Gesellschaft, aber das müsste der Kollege Kaufmann noch aktuell besser wissen als ich zu meiner Zeit. Jedenfalls war es eine einzige Gesellschaft, der Fraport AG auf Malta ist. Das haben Sie siebenmal vorgetragen, ist trotzdem immer nur eine. Sie haben das Bild damit ja untermauern wollen, dass Sie ja der Landesregierung und uns allen nicht glauben, dass wir es ernst meinen mit der ungerechten Verteilung von Steuereinnahmen. Und wissen Sie, lieber Herr Schalauske, da hat mich irgendwas geritten. Und ich habe in Google eingegeben, SED-Vermögen. Ich habe einfach einmal in Google eingegeben, SED-Vermögen. Und ich will Ihnen jetzt nur fünf Überschriften, und zwar die ersten, aus Google vorlesen. Und das darf ich, da muss ich auch den Präsidenten gar nicht fragen, weil die Geschäftsordnung sich nämlich schon lange geändert hat. Die erste ist MDR, das verschwundene SED-Vermögen, 6 Milliarden Ostmark und etliche Immobilien. Das zweite, Wikipedia, Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR. Die SED-PDS gründete nach dem Sonderparteitag und so weiter. Das ursprüngliche Vermögen der SED zum Stichtag betrug 6,2 Milliarden DDR-Mark, rund 2,8 davon in Barvermögen, 3,3 in Immobilien. So, jetzt robben wir uns an die Ist-Zeit ran, damit Sie so richtig Ihnen das peinlich wird, was Sie hier vorgetragen haben. 31. März 2010, die Welt, was ist es für ein später Triumph, dass ein Züricher Gericht die Bank Austria verurteilt hat, 230 Millionen Euro verstecktes SED-Vermögen an Deutschland zu zahlen. Und jetzt nehmen wir noch die letzte Meldung, die ist vom 24.11.2014. Seit Herbst versucht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vor dem Züricher Bezirksgericht 135 Millionen Euro verschlepptes SED-Vermögen zu bergen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jedem von Ihnen hier im Raum nehme ich ab, dass Sie es ernst meinen mit Steuergerechtigkeit, den Linken aber nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Linken aber nicht. Das ist ja an Pharisäerhaftigkeit nicht mehr zu überbieten, sich hier hinzustellen. Es geht von meiner Redezeit ab. Ich wollte noch zu euch etwas sagen. Deshalb vielen Dank. Es ist an Bigotterie, es ist an Pharisäerhaftigkeit nicht mehr zu überbieten, Herr Schalauske, so zu tun, als wenn Sie eine weiße Weste haben. Sie klein und Sie groß geschrieben haben offensichtlich keine weiße Weste. Deshalb treten Sie hier bitte nicht auf. Treten Sie hier bitte so nicht auf. Und dass es Ihren Kollegen peinlich ist, was Sie gesagt haben, merken Sie ja daran, dass Sie jetzt hier Einzelkämpfer geworden sind, weil das ist ja nun wirklich viel zu sehr mit der Realität nicht in Einklang zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kommt davon, wenn man erstens Google beherrscht und zweitens eine solche Steilvorlage bekommen hat, wie sie der Kollege Schalauske eben gegeben hat. Zum Inhalt. Es ist doch allen hier im Raum bekannt, und es haben, glaube ich, schon drei oder vier Kollegen gesagt, Steuergerechtigkeit ist etwas ganz Wichtiges. Es kann nicht sein, dass der Bäckermeister in Bad Vilbel, lieber Tobias Utter, oder auch in Kassel ordentlich seine Steuern zahlt, aber internationale Konzerne durch legale oder auch durch illegale Finanzkonstruktionen es schaffen, ihre echte Steuerlast praktisch auf Null zu senken. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch das ist schon gesagt. Da müssen wir nicht in die weite Welt nach Panama reisen und müssen das auch nicht über ein anderes Land in der Karibik machen, sondern wir können nach Irland gehen. Wir können in die Niederlande gehen. Wir können in Gebiete gehen, die eindeutig zur Europäischen Union gehören. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir als Liberale im Hessischen Landtag
aber auch unsere freidemokratischen Kollegen im Europäischen Parlament verärgert darüber, dass erst ab 2020 die Lösungen in Kraft treten, die tatsächlich eine entsprechende Verfolgung von derartigen Dingen machen lassen. Das hätte man früher machen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es war meine Parteifreundin, die liberale Wettbewerbskommissarin Frau Margrethe Vestager, die das jetzt auf anderem Wege versucht, in die Hand zu nehmen. Schöne Grüße an Irland, meine sehr verehrten Damen und Herren. So geht es halt nicht. Und da muss man dann auch handeln und nicht auf 2020 sich vertagen. Wir müssen es auch schaffen, dass der Wanderzirkus aufhört. Ist ja vielleicht manchen von Ihnen aufgefallen. Erst war es in der Nähe, dann wurde das aufgedeckt, und jetzt wandert man immer weiter. Das Ergebnis ist immer dasselbe, nämlich diejenigen, die auch Steuern hier in Deutschland, in Europa zu zahlen hätten, zahlen sie nicht, weil sie Schlupflöcher finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das passt einem Freidemokraten nicht. Wir möchten einen starken Staat haben, der finanziell auch ausgestattet ist und der gerecht sich die Steuern von seinen Bürgerinnen und Bürgern und von seinen Unternehmen auch einzieht und nicht durch Ungerechtigkeit. Und lieber Kollege Norbert Schmidt, wir können uns ja ewig darüber streiten. Ich hätte es doch nicht gesagt, wenn Sie es nicht wieder begonnen hätten mit der Schweiz. Also, wir brauchen keine Kavallerie. Und seitdem wir in Dillenburg keine Hengste mehr haben, können wir auch keine mehr aufstellen. Das ist nicht mehr möglich. Das schaffen wir nicht mehr. Das müssen wir zukaufen. Aber ich bin der festen Überzeugung, die Schweiz hat reagiert wegen des politischen Drucks und auch wegen der entsprechenden Verträge, die von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung geschickt worden sind. Also keine Kavallerie, sondern politischen Druck aufbauen. Und dann lassen Sie mich zum Abschluss, ich will gar nicht die 10 Minuten nutzen, Ihnen sagen, es gibt eine ganz einfache Methode, und Wolfgang Kubicki hat die auch schon vor Wochen, vor Monaten, ich glaube sogar vor anderthalb Jahren vorgeschlagen, wie wir in Deutschland die Großen, sei es nun die Googles, die Nikes, die Apples, die Starbucks, bekommen können. In allen Fällen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in denen wir in Deutschland wissen, dass irgendwo auf der Welt Erträge steuerfrei von diesen Unternehmen kassiert werden, verweigert der deutsche Fiskus schlicht den Abzug der Betriebsausgaben. Schlicht den Abzug der Betriebsausgaben. Und da ich an dem Nicken merke, dass einige Kollegen, die auch Freiberufler oder Selbstständige sind, merken, das tut weh, ist das eine Maßnahme. Ich wundere mich darüber, dass diese in den letzten 4 Jahren in der Großen Koalition nicht umgesetzt worden sind. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Wir lassen uns niemals mehr etwas sagen zum Thema Steuergerechtigkeit von den LINKEN. Die sollen erst einmal alles das abliefern, was ihnen nicht gehört. Wir wollen zum Zweiten, dass in Europa es flotter geht. Wir wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass nicht erst 2020 mit den Maßnahmen begonnen wird. Aber wir wollen eines nicht. Und deshalb, liebe Kollegen von Schwarz-Grün, enthalten wir uns bei Ihrem Antrag. Wir wollen, dass es weiterhin einen Wettbewerb bei den Steuersätzen gibt. Wir wollen, dass die Bemessungsgrundlage gleich ist, ohne Frage. Aber wir wollen trotzdem einen Wettbewerb der Steuersätze. Das schließt Ihr Antrag aus. Deshalb können wir uns leider mit der Stimme enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch bei den Kollegen der LINKEN. Herr Lisch, Finanzminister, hat er schon dran? Das Wort hat Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon lange keine Rede von Kollegen Hahn mehr gehört, die mir so gut gefallen hat. Ich glaube, die Freude ist im Hause weitgehend mit Ausnahme eines kleinen Streifens auf der linken Seite. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, an einer Stelle muss ich Sie leider korrigieren, Herr Kollege Hahn. In der Tat, Hengste haben wir keine mehr. Aber ich habe mir von Kollegin Hinz bestätigen lassen, dass das Vorhandensein von Stuten und insbesondere Wallache beim Zusammenstellen einer Kavallerie seien die sozusagen konzentrationsfähiger auf ihre eigentliche Aufgabe, nämlich das Ziehen von Wagen, als die Hengste. Also insofern,
Hessen ist nach wie vor auf allen Ebenen wehrfähig, meine Damen und Herren. Wehrfähigkeit ist das. Ja, ja. Sie sehen, welche wertvolle Gespräche wir führen. Stichwort Wehrfähigkeit ist aber das richtige Stichwort, nämlich die Wehrfähigkeit gegenüber Steuerkriminalität. Ich glaube, da ist ja in der Diskussion manches auch ein bisschen sozusagen mit den parteipolitischen Färbungen versehen worden. Aber lassen Sie mich ein paar Hinweise geben, wo möglicherweise der ein oder andere Teilnehmer an der Debatte nicht mal auf dem allerletzten Stand der rechtlichen Entwicklung ist. Das von Kollegen Schmidt geführte Transparenzregister hat Deutschland zum 01.10.2017 eingeführt. Sie haben ein Transparenzregister gefordert. Wir haben es jetzt ein paar Wochen. Die Frage des Country-by-Country-Reporting gibt es seit dem 01.01.2016, und es war im Wesentlichen eine deutsche Initiative, dass es so gekommen ist. Das, was Sie da von Herrn Schäuble erzählt haben, ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben, ist aber jedenfalls mit den mir vorliegenden Informationen nicht übereinstimmbar. Es war eine hessische Initiative, Kollegin Erfurt hat darauf hingewiesen, die die Frage der Lizenz, früher war das Vehikel, um Steuersubstrat in niedriger besteuerte Länder zu verschieben, die Möglichkeit von Kredit- und Zinszahlungen. Das ist mit niedrigerem Zinsniveau unattraktiver geworden, aber vor allem auch deshalb, weil wir die Zinsschranke eingeführt haben, die eben solche Möglichkeiten reduziert haben. Das war eine hessische Initiative. Nun ist das dann später verlagert worden auf den Bereich der Lizenzeinkünfte. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass natürlich der Kampf gegen Steuerkriminalität, ja, vor allem an der Stelle Kampf gegen steuerliche Gestaltung, nur dann funktioniert, wenn sich das nicht nur auf Sonntagsreden, insbesondere in anderen Ländern, erstreckt, sondern gemeinschaftliches Handeln. Ich kann nicht erklären, ich sei gegen steuerliche Gestaltung und führe gleichzeitig Niedrigsteuerregime für einzelne Elemente von Erwerbseinkommen ein, in der Hoffnung und Erwartung, dass dadurch Steuersubstrat in diese Länder verschoben wird. Niederlande ist so ein Beispiel. Deshalb spielt ja in dem Beispiel von Frau Erfurt die Niederlande eine entsprechende Rolle. Irland ist so ein Beispiel. Aber auch beispielsweise Großbritannien hat für London eine niedrigere Besteuerung von Lizenzeinnahmen. Den haben wir, Entschuldigung, wenn ich es wieder sage, aber es war so, eine hessische Initiative der Idee einer Lizenzschranke. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da auf der nationalen Ebene noch ein bisschen schneller vorangekommen sind. Da haben wir manches Jahr in Diskussionen verloren, auch mit sozialdemokratischen Kollegen auf der Länderebene. Da wären wir besser schneller vorangekommen und hätten es an dieser Stelle hinbekommen. Aber wir haben es jetzt. Wir haben die Lizenzschranke, und dadurch wird es schwerer, über Lizenzeinnahmen Steuersubstrat zu verschieben. Aber eines wird es immer bleiben, meine Damen und Herren. Zu glauben, es gäbe die eine große Maßnahme, und es macht Bang, und wir haben das Problem sowohl von Steuerhinterziehung als auch von Steuergestaltung gelöst, ist, glaube ich, eine naive Annahme. Sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite wird es für die staatlichen Institutionen immer ein Hase-und-Igel-Spiel sein. Die eine Loch wird geschlossen, und es gibt eine Heerschar von Menschen, die wiederum Menschen beschäftigen, die gut ausgebildet sind, die nur die Aufgabe haben, zwischen den gefundenen Regeln die Lücken zu füllen. Es sind dann auch wieder die gleichen, die in der nächsten Sonntagsrede dann Steuervereinfachung fordern, weil das passt auch wieder nicht zusammen, weil die Dinge zusammen. So. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das eine Daueraufgabe. Und deshalb werden wir uns ihr auch weiter stellen und stellen uns auch diese Aufgabe. Ich will das als Beispiel nennen, dass das Bundeskriminalamt am Ende entschieden hat, auf die hessische Steuerverwaltung zuzukommen, weil es um die Auswertung der Panama Papers ging. Das erfüllt mich einerseits mit einem gewissen Maß an Stolz auf die Leistungsfähigkeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es ist auch ein Zeichen, dass es uns offensichtlich gelungen ist, die hessische Steuerverwaltung so leistungsfähig aufzustellen, dass die oberste Strafverfolgungsbehörde des Bundes auf die hessische Steuerverwaltung zugekommen ist und eben nicht auf die Steuerverwaltung beispielsweise des Landes Nordrhein-Westfalen. Das mag einem ja zu denken geben, wenn man an der Legende, wie Kollege Schmidt strickt, dass es in der Vergangenheit sozusagen nur einen Länderfinanzminister gegeben habe, der sich um dieses Problem gekümmert hat. Ich gebe zu, gelegentlich führen wir ja auch in diesem Landtag Debatten über die Fähigkeit von Finanzministern, PR in eigener Sache zu machen. Aber der Kollege Walter Borjans war in dieser Frage unglaublich gut. Der hatte sozusagen den Eindruck erweckt, der kaufe die CDs persönlich, wehrte sie nachts in seinem Dienstzimmer selbst aus, um am nächsten Tag gemeinsam mit den Steuerfahndern beim Steuerpflichtchen vor der Tür zu stehen und die Verhaftung höchstpersönlich vorzunehmen. Das war eine unglaublich gute Leistung. Man merkt, der langjährige Regierungssprecher von Johannes Rau hatte eine gewisse. Ja, sehen Sie, ja. Ich habe ihn gefragt, ob er mitmacht, wenn wir ein hessisches Filmchen machen, aber er war nicht so restlos davon zu überzeugen, das zu tun.
zur Wahrheit gehört aber, dass, wenn es um die Identifikation von Cum-Ex-Geschäften geht, nordrhein-westfälische Steuerfahnder und Betriebsbetrüger regelmäßig in Frankfurt zu Gast sind, um sich unterrichten zu lassen, wie man das erkennt. Als es um die Identifikation von Cum-Cum-Geschäften war, dass die hessische Steuerverwaltung die bundesweit die Kolleginnen und Kollegen ausgebildet hat, um diese Mechanismen zu erkennen. In Hessen sind die Cum-Ex-Geschäfte aufgedeckt worden und nirgendwo anders, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb den Eindruck zu erwecken, als sei sozusagen überall die Welt schön, nur in Hessen sei alles verbesserungsbedürftig, lässt sich jedenfalls anhand der Fakten nicht halten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dankbar dafür, dass es jedenfalls bei allen parteipolitischen Unterschieden, ich jedenfalls verspüre, dass es Ihre gemeinsame Einschätzung ist, dass es weiterhin eine gemeinsame Aufgabe sein muss, diesen Kampf sowohl gegen Steuerhinterziehung, aber auch um zu bemühen und so mögliches Eindämmen von Gestaltungsmodellen an der Stelle voranzubringen. Und lassen Sie uns bitte einen Fehler nicht machen. Wenn wir uns permanent wechselseitig bescheinigen, der jeweils andere sei mindestens blöd, wenn nicht gar böswillig, wie sollen denn dann Menschen in diesem Lande noch Vertrauen zu den staatlichen Institutionen halten, wenn die Politiker untereinander nichts Besseres zu tun haben, um zum Teil wieder besseres Wissen, sich wechselseitig der Untätigkeit zu bezichtigen, meine Damen und Herren. Das funktioniert nicht. Und dann bin ich wieder bei den Sonntagsreden. Wer dann über Politikverdrossenheit Sonntagsreden hält, aber gleichzeitig Reden hier hält, wie Herr Schalauske sie gehalten hat, meine Damen und Herren, das passt und geht in dieser Welt nicht zusammen. Aber das wissen wir ja. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns weiter darüber streiten, über den besten Weg. Wer noch bessere Ideen hat, was wir noch besser machen könnten, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Dann bitte aber nicht ausschließlich so Plakatsätze, man müsste mal, man könnte mal, sondern dann wüsste ich schon mal ziemlich genau und sehr präzise, was wir an bestimmten Veränderungen auch rechtlicher Art tun sollen. Sind wir immer offen, nehmen das gerne entgegen, denn Hessen ist und bleibt an der Spitze der Verfolgung von Steuerkriminalität und unlauterer Gestaltung. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir können beide Anträge, auch den Entschließungsantrag, in den Haushaltsausschuss überweisen. Nicht wie ausgedruckt, denn Sie ja. Das ist Konsens. Damit ist das so beschlossen.